Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Und normalerweise halten wir uns total kurz bei Daily und machen alles ratzifatzi, schnelli, schnelli. Hintereinander weg. Ja, aber heute machen wir eine richtig lange Folge, weil es gibt so viel am 21. April zu erzählen. Ja. Und das ist der Marc übrigens. Das ist der Sascha. Ja, hat er gut. Und der Sascha erzählt euch erstmal, wer heute eigentlich Geburtstag hat. Geburtstag hat Gerhard Delling. Ja, mein Geburtstagskind. Gerhard Delling hat Geburtstag. Gerhard Delling. Der Co-Moderator von Günter Netzer, sagt man ja. Nee, andersrum war es, ne? Also Gerhard Delling ist ja Journalist, Moderator und hat die Sportschau gemacht und den ganzen Rotz da im Fernsehen mit dem Fußball und so Zeug, ne? Mhm. Hat er gut, okay gemacht, ne? War jetzt nicht so der Knaller, aber dadurch, dass Günter Netzer dabei war, war es wieder... Netzer ist echt cool, also ich... Netzer ist cool? Ich habe mich ja jetzt so hier schon das ein oder andere Mal geoutet, dass ich jetzt nicht so der Fußballexperte bin. Nee, überhaupt nicht. Hüstel. Aber Netzer ist irgendwie, ich finde seine Art ganz cool, so trocken. Aber du verstehst nicht, was er erzählt, ne? Nee, aber das macht ja nichts. So nicht. Deswegen kann ich ja trotzdem Sarkasmus und Ironie erkennen, ne? Was hast du? Nee, egal. 21. April... was findet da noch statt? Was gab es noch? Am 21. April 1994 entdeckte der polnische Astronom Alexander Wolzan das erste extrasolare Planetensystem. Boah. Das muss man sich mal vorstellen. Was heißt extrasolar? Das ist ein... Es gibt ja das solare Planetensystem und dann gibt es noch daneben das extrasolare Planetensystem. Das ist halt extra noch dazu. Weil Gott sich damals dachte, mein Gott, so ein Planetensystem... Gott hat gedacht, mein Gott. Mein Gott, stimmt. Ja. Ja. Was hat er gedacht? Oh, zum Teufel. Zum Teufel. Ja. Er sagte so, also mit einem Planetensystem kommen wir nicht aus. Extrasolar bedeutet außerhalb unseres Sonnensystems. Das habe ich doch gesagt. Nee, aber nicht so, ist egal. Ja. Am 21. April hat auch Geburtstag... Elisabeth die Zweite. Elisabeth, dann haben wir doch bestimmt noch ein Bildchen von ihr. Elisabeth die Zweite, am 21. April 1926 geboren. Queen Elizabeth Alexandra May Windsor heißt sie. Ja. Da ist sie das noch. Das ist wirklich eine zähe alte Dame, oder? Ja, zäh ist richtig. Also wirklich, genau. das ist zäh. Bewundernswert, ne? Aber richtig zäh. Richtig zäh. Ja. Aber wie sie da so sitzt, man sieht schon ihren Führungsanspruch auch, oder? Die ist so, die lässt sich nicht verarschen, ne? Die hat ja noch Churchill gekannt, ne? Muss man sich mal überlegen. Ja, die ist ja auch 470 Jahre alt. 470 sozusagen. Jahre alt. Die kannte sogar David Beckham. Ramsesdien, okay. Ja. Und was war noch am 21. April? Naja, ich stelle dir mal am besten eine kurze, du bist ja so erfahren. Ja? Ich stelle dir jetzt mal eine Frage. Was ist denn die Hauptstadt von Brasilien? Wie heißt die denn? Brasilia. Da kann man ruhig mal klatschen. Natürlich, jawohl. Am 21. April 1960 löste Brasilia Rio de Janeiro als Hauptstadt von Brasilien ab. Ja, siehst du mal. Wer hätte das gedacht? So doof ist es eigentlich gar nicht. Der Elat hier. Ja. Hast du Hauptschulabschluss oder was? Das habe ich auch, ja. Okay. Also ich habe ein bisschen mehr, aber das habe ich auch. Das hast du auch? Ja, Hauptschulabschluss habe ich auch vorzuweisen. Ja, da bist du einer von mir. Wieso bist du Schmulke? Hast du weitergemacht, oder? Ich habe weitergemacht, ja. Habe ich Real auch? Hast du Real? Ich habe auch Real. Habe ich sogar Fachoberschule. Habe ich Fachabi, Alter. Fachabi, genau. Habe ich Fachabi? Fachabi habe ich auch und habe ich sogar studiert. Oh, du bist so ein Sprottler, ehrlich. Mhm. Also, habe ich sogar Diplom gemacht. Alter, geh mir nicht weiter auf den Sack. Komm, mach was aus ich alles da. Gemacht habe. Mach aus da. Oder hast du noch irgendwas? Alles für die Füße. Ach, du hast noch irgendwas. Egal. Hier, komm, ja, ich habe noch 21. April. Nein, da wurde in Frankreich erhalten die Frauen 1944 am 21. April das Wahlrecht. So, jetzt kommst du. Ja. Wo war das? Frankreich. In Frankreich. Ja. Ja. Pas de discrimination. Discrimination. Ja. Ah, nee, Französisch, ich hatte ja Französisch auch in der Schule. Ja. War immer so ganz knapp an der 5 vorbei. Ja. Pas de discrimination. Ah. Ja, was das heißt? Schluss mit der Diskriminierung. Ja, ist ja auch egal. Ja, Marc Hagenbeck heute, unser Französisch-Experte. Ja, genau. Der hat sonst keine Ahnung von Fußball und aber keine Ahnung von polnischen Wissenschaftlern. Aber von Französisch, da hat er Ahnung. Ja, das haben wir heute alles gelernt. Und das war die extra lange
länger als sonst Folge von Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen, heute am 21. April. Es war mir wie immer ein Fest mit dir. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Hast du einen Händedruck, Mann, ey, wie meine Mutter. Tschüssikowski. Cheerio, Miss Sophie. Ja, ist ja gut. Ja, ist ja gut.